Also, ich bin Basti, bin seit 6 Jahren Berater bei Tourismus Zukunft. Tourismus Zukunft ist ein Beratungsunternehmen. Wir begleiten Destinationen, Hotellerie, Reiseveranstalter in eine digitalere Zukunft. Neben meiner Tätigkeit bei Tourismus Zukunft bin ich auch Gründer von Teejit, einer E-Learning-Lösung für Destinationen, und mache das seit 2,5 Jahren jetzt auch. Ja, und das bin ich. Wissensmanagement ist ja erstmal so eine wirklich große Kiste. Und wirklich aktives, gutes Wissensmanagement zu machen, ist ja sehr komplex. Das ist ja deutlich mehr als einfach nur Inhalte bereitstellen und ein bisschen messen, wer was anguckt. Da geht es sehr viel in die Richtung, wirklich zu ermitteln, wer weiß denn was, wo ist denn Bedarf an Wissen, wie ist Wissen auch verteilt innerhalb einer Region, wer sind da die Stakeholder, und das alles sinnvoll unter einen Hut zu kriegen, das wäre eigentlich digitales Wissensmanagement, wobei ich nicht glaube, dass es das digital ausschließlich der Weg sein kann, sondern es wird eigentlich tatsächlich immer so eine Blended-Geschichte sein müssen mit Maßnahmen aus Online- und Offline-Bereich. Ganz generell müssen wir, glaube ich, erstmal unterscheiden zwischen Online- und Offline-Maßnahmen. Offline-Maßnahmen sind ja sehr bekannt, wobei auch da der Trend ja so ein bisschen weggeht von dem klassischen, man bestellt sich einen Coach und der erzählt dann irgendwie 4 Stunden lang irgendwas über Digitalisierung, eher hin zu einer wirklich offenen Runde, offenes Format, wie beispielsweise jetzt hier auch das Barcamp, oder wirklich kurzzeitige, aber dann wirklich One-on-One-Coachings. Sowas macht durchaus Sinn. Im digitalen Kontext haben wir auf einmal ganz, ganz neue Möglichkeiten, die wir nutzen können. Das sind zum einen sicherlich mal neue Formate, die wir nutzen, sei es Videos, sei es Infografiken, sei es alle möglichen interaktiven Geschichten. Da gibt es ja auch tolle Tools, mit denen wirklich eigentlich jeder in der Lage ist, hier einfach Inhalte zu produzieren. Diese Inhalte sind aber halt immer geprägt von einem hohen Grad an Standardisierung. Und dadurch, dass sie den großen Vorteil haben, immer abrufbar zu sein, egal ob nachts um 2 oder nachmittags um 4, büßen sie einen ganz wesentlichen Faktor ein, und das ist die Möglichkeit, mit dem Lehrenden in Interaktion zu treten. Ein anderes Format, das eben genau dies ermöglicht, sind zum Beispiel Webinare, die auch sehr gut angenommen werden, und wo es ja auch sehr gute Anbieter gibt hier in Deutschland, die sich ja genau darauf spezialisiert haben. Letztendlich, glaube ich, braucht es eine Mischung aus unterschiedlichsten Formaten, sei es jetzt Videos, sei es jetzt Webinare, es gibt aber auch noch alle möglichen weiteren Geschichten, irgendwelche Self-Checks, die dann auf Basis der gegebenen Antworten bestimmte Sachen ausspielen. Wir versuchen gerade auch so ein paar E-Mail-Newsletter-Geschichten, jeweils mit kleinen Lernsnacks. In die Richtung, denke ich, muss man gehen und eine gesunde Mischung da treffen, dann hat man eine Chance, dass es auch wirklich funktioniert und angenommen wird. Aus unseren Erfahrungen ist die Antwort eigentlich relativ einfach. Das große Problem und die wirkliche Herausforderung ist, das aktive Teilen von Wissen wirklich in den Unternehmensalltag und in die Alltagspraktiken, in das Alltagshandeln jedes Einzelnen im Unternehmen zu integrieren. Wenn das nicht geschafft wird, dann kann ich sämtliche Software dieser Welt bereitstellen. Wenn es nicht gang und gäbe ist, jedes neu erlernte Wissen sofort mit den anderen zu teilen, sei es jetzt auf analogen oder digitalen Weg, ist ja relativ zweitrangig erstmal. Es muss wirklich in der DNA des Unternehmens und der beteiligten Leute in diesem Unternehmen verankert werden. Wenn das nicht passiert, dann brauchen wir, glaube ich, nicht anfangen, uns darüber ernsthaft Gedanken zu machen. Es gibt sicherlich Formate, die dazu anregen, einfach miteinander zu sprechen, zu zeigen, das kann ich, das mache ich so jeden Tag, was vielleicht für andere auch interessiert. Das kann ja auch sehr offline, sehr analog sein, beispielsweise in Form von einem Scrum morgens einmal die Woche oder zweimal die Woche oder wie auch immer. Sowas in die Richtung ist sicherlich ein erster Schritt. Man muss sich aber vorher, glaube ich, auch schon mal Gedanken machen, einfach über die Frage, wer weiß denn was? Wenn ich es proaktiv anstoßen will, diesen Prozess, muss ich mir schon überlegen, wo die Kompetenzen bei wem angesiedelt sind, und aber auf der anderen Seite auch offen genug sein für weitere Kompetenzen, die vielleicht mir als Vorgesetzten gar nicht so bewusst sind.
Und das Ganze dann weiterhin verfügbar zu machen, zu verlängern, das wird sicherlich nur auf eine digitale Art und Weise gehen, um beispielsweise beim Weggang eines Mitarbeiters, der Kompetenzen im Bereich XY hatte, diese Kompetenzen und dieses Know-how, das er sich erarbeitet hat, auch weiterhin dem Nachfolger von mir aus zur Verfügung zu stellen. Da gibt es ja alle möglichen Tools und Lösungen. Ob das jetzt Slack ist oder Socialcast oder wie sie alle heißen, da hat ja jede Software so seine Vor- und Nachteile, und da muss man dann, glaube ich, einfach individuell schauen, was dann am besten zu einem selber und zum Unternehmen passt.